Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier den Futter-Dingster-Bumster, Anfutter-Flugtierköder mit Schleim gemacht und wollen hoffen, dass das funktioniert. Was haben wir denn hier noch? Ein Juicer, der gar nicht so wenig Ressourcen. Ah, der hat keinen Pilz, okay. Aber den versuchen wir ja da zu machen. Gute Frage, ob das klappt. Zu wenig Ressourcen, Hatchling-Ei. Warte auf Materialien. Okay, das ist auch nicht. Dann, wie sieht's mit Essen aus? 2250 ist nicht so prickeln und die sind gerade alle klein. Aber hier sind ein paar bessere. Vielleicht wird das auch schneller hier fertig. 99 wächst, super. Eine Nahrung ist dann da und hier. 81, 81. Auch 81, das ist nicht gut. Könnte mehr sein, ne? Und hier sind sie bald von fertig werden weg. Was hier? Achso, das ist die Flasche davor, okay. Gut, so, wie sieht's hier unten aus? Das wird weniger. Wir sind hier am Luft reinpusten, um dass wir hier den verschmutzten Sauerstoff reinkriegen. Wie sieht's insgesamt mit dem Dingens aus? Okay, das wird... Ändert sich, da ist es besser. Ach so, wo ist denn das Laufrad? Okay, da haben wir hier das Ding drinne und das ist okay so. Okay, er geht dahin und sammelt da was auf, alles klar. Da haben wir noch ein bisschen Sauerstoff in der Blase beim dreckigen Wasser. Oh, was ist hier unten los? Warum ist hier schmutziges Wasser? Versteht keiner, ne, oder? Verschmutztes Wasser. Hier ist zu viel Flüssigkeit, war klar, ne? Da wird zum Glück schon geputzt. Wo kommt das weg? Ist das hier nicht dicht? Denke schon, oder? Keine Ahnung. So, das können wir dann mal gerade graben, damit da oben noch das die Alge da weggeholt wird. Hier sieht es doch ganz gut eigentlich aus, oder? Aber jetzt wird da wieder auf und dann musst du wieder wischen. Aufgenommenes Wasser war das gerade, okay. Und das können wir jetzt aber noch nicht wischen, ne? Ne. Und wieder, und wieder, und wieder. Ja, jetzt wird da geputzt, wenigstens. So, er hat jetzt das schmutzige Wasser aufgenommen. Essen 0, schlecht. 86. Okay, das Ding ist hier gar nicht mehr da. Wieso ist denn hier dieses Einfangteil weg? Automatische Räume. Wo finde ich jetzt das Teil? Nahrung? Da ist er. Hätte jetzt damit gemacht, das ist die Frage, ne? Aufräumen. Prio 9. Forschung beendet. Okay, Zeitsensor haben wir jetzt. Gaselementsensor, Timersensor. Flüssigkeitselementsensor und Wägeplatte. Okay, und da haben wir noch was. Nicht Gatter. Okay, das ist hier für, ne? Nand und sowas alles. Gut. Ein Nicht-Gatter. Noah, Nand und Xor und wie sie alle heißen. So, hier oben haben wir das. Da wird es jetzt gerade gebaut. Okay. Und was ist da drauf? Für einen Köder.
Ja, er frisst das auf und das war's dann. Der holt sich das und mehr macht er nicht. Der frisst den Köder auf, aber es passiert nichts. Er wird nie eingefangen oder so. Das ist ja komisch. Oder Nahrung war das ja. Zum Lock den an. Okay, das würde bedeuten. Wir können den damit irgendwo hinlocken. Können wir den denn da hinbauen dann? Und die Türen da aufmachen und er krabbelt dann dahin. Machen wir gerade die beiden Türen auf. Der wird gerade gedüngt, oder? Ah, da müssen wir hier mal gerade die Prio ändern von dem Ding. Und auch hier muss die Prio geändert werden. Damit schneller aufgemacht wird. Essen gibt es jetzt gerade, das ist schon mal gut. Nahrungsmangel wie immer da. Er macht da die Luft. Den kannst du eigentlich schon best wegmachen. Geht gerade so hier, ne? Forschung war abgelaufen. Ist das hier? Mechanical Surfboard. Forscht das erstmal. Obwohl. Ja, mach das erst. So, wie sieht's mit Sauerstoff in der Hütte aus? Hier ist gut. Und sonst ist schlecht. Hier wird's ein bisschen besser. Hier ist überall schlecht. Sauerstoff ist vor allem hier oben. Gefällt mir nicht. Wandelt Rost in Sauerstoff und Chlor um. Was an Sauerstoff und Wasser? Ja, das wäre jetzt so ein Ding, dass man den da unten ja wohl noch hinstellt, ne? Hier so, oder? Die Tür machen wir mal auf. Das Teil wartet auf Lieferung. Da brauchen wir noch Strom wahrscheinlich. Und dann brauchen wir noch Wasser, ne? So. Und dann machen wir mal die Prio da gerade hoch. Dann wird das schon, ne? Hier unten ist schön gewischt schon mal. Ah, da unten ist zu viel, das ist klar. Aber das wird immer schön geholt, ne? Oder? Ne, da war jetzt Kupfererz genommen worden. Und da war wieder eine Flasche runtergefallen, ne? Wir sollten mal die Rutschstange auch verlängern. So, da wird jetzt frische Luft gemacht. Die können wir jetzt mal gerade angucken. Hier sieht es richtig gut schon aus, sofort.
Ja, läuft doch dann, oder? So, jetzt hier oben noch eine Pumpe rein, wäre natürlich ideal, ne? Würde auch gehen. Zack, machen wir auch. Und dann... machen wir eine Gasbrücke. Hier eine Gasbrücke hin, oder? Die dann so läuft. Die Gasleitung hier. Und bringt uns dann den Sauerstoff. Erstmal dahin. Und da auch hin. Ne, da nicht hin. Ah, hier weiß ich noch nicht wohin. Da auf jeden Fall hin. Hier geht der schmutzige Luft hin. Und dieses hier ist ja eigentlich schon über. Das war ein doofer Unsinn, den wir da gemacht haben. Ah, schon zack gebaut. Gasbrücke kannst du gleich zerlegen. Ah, die Pumpe braucht noch Strom. So, dann kriegen wir da auch Luft hin. So, Strom. Ist hier unten sogar relativ gut. Weil hier wird wenig verbraucht. Temperatur, oh, da ist es ganz schön warm. Da müssen wir auch noch was dran tun. Material Overlay, okay. Licht ist ein großes Problem. Wasser haben wir. System läuft irgendwo. Sauerstoff läuft auch irgendwo. Dekoration, da müssen wir noch ganz viel dran arbeiten. Keime haben wir nur hier unten. Das kriegen wir auch noch hin. Und wirtschaftliches Overlay. Ja, da oben geht gar nicht. Räume sind so. Da haben wir schon einiges. Ja, da sind wir überhaupt noch nicht mit Schutz und so unterwegs. Automatismus auch nicht. Und das ist hier Fördersystem Overlay, haben wir auch noch nichts. Gut, da sind wir schon mal einige Schritte aber voran jetzt. Er kriegt auf jeden Fall jetzt hier Sauerstoff auch, oder? Ja, sieht jetzt sofort gut aus, wo das Ding da sitzt, ne? Hier sofort blau alles. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir hier noch ein bisschen höher den Sauerstoff auch noch hinkriegen, oder? Obwohl er steigt schon von alleine hier auf. Das reicht eigentlich dann. Lassen wir erstmal so. So, hier müssen wir nur gucken, dass wir nachher das Wasser da runterfallen lassen. Aber da habe ich mir schon überlegt, das Wasser hier ist ja viel zu warm. Das müssen wir abkühlen, ne? Da müssen wir dran arbeiten. Das kriegen wir aber auch hin. Ist der gerade inaktiv? Untätig, tatsächlich. So, da habe ich mir so eine Technik ausgedacht, dass wir so Stufen machen, wo das immer überschwappt sozusagen und dann langsam abkühlt. Dafür müssen wir aber auch diese Kühlplatten haben. Ich weiß gar nicht, wo die zu finden sind hier. Metallziegel, Gitterziegel, Plastikziegel, nee. Ist das Klima? Ja. Das ist die Wärmetauschplatte. So. Und die werden wir jetzt hier so anbringen müssen. Dass die hier so sind. Dann bauen wir hier einen Ziegel drunter her. Also den müssen wir mal erstmal wegmachen. Den brechen wir erstmal ab hier. Der muss er noch nicht, den kommt aber da auch noch hin. Dann haben wir das, dass das hier rüber schwappt. Wir müssen links daneben auf jeden Fall abgrenzen, dass das hier nicht irgendwo weg abhauen kann.
Und zwar machen wir das dann hier so. So. Das Wasser kommt wieder nach hier. Kriegt hier wieder... diesen Bereich. Warte, das eine war jetzt zu viel. Das muss weg. Dann... nein, das wird jetzt schon gebaut, ne? Oh, da ist eine Forschung schon wieder fertig. Das mechanische Surfboard gibt's jetzt. Okay. Jetzt haben wir das da auch noch hingesetzt. Dann machen wir mal die Flüssigkeitstemperierung als nächste Forschung. Und dieses Ding mal abbrechen. So, das Wasser kommt hier rein. Über diese, das machen wir auch noch mehr mit diesen Klimageschichten hier. So läuft das. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das ein bisschen umgestalten noch, weil wir müssen da erst eine Leiter hinmachen, damit wir da hinkommen, ne? Da Bau abbrechen und da muss auch eine Leiter hin. So, macht ihr mal die Leiter dahin. Hier, der muss, glaube ich, auch weg. Sonst kommen wir da nicht hin. Und der da war natürlich auch zerlegen. Kannst du gleich. Doof gelaufen. Aber war so. So, das bedeutet weiter bauen hier mit den Ziegeln. Jetzt kommt hier wieder sowas hin. Da können sie erst leer rein. Dann... ist das hier wieder so. Und da ist es so. So passt's. Hier muss nachher noch einer hin. Und da. Genauso wie da. So, dann brauchen wir diese Klimaziegel wieder. Da einer hin. Und da müssen wir mal gucken, wie wir die dann aber gemanagt kriegen, ne? So, schauen wir mal, ob das was wird. So, da ist schon mal eine Leiter hingekommen. Das ist schon mal cool. Hier fehlt es irgendwie auch an Sauerstoff, ne? Okay. Das sieht erstmal alles hier ganz gut aus, oder? Ich weiß nicht, ob das... doch, das müsste auch gehen, ne? Okay, die Wand wird hier auch gebaut. Ja, das ist auf jeden Fall unser Kühlsystem dann. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Hier haben wir noch Erdgas. Das wollten wir ja auch irgendwie mal managen. Ersticken. Oh. Wir hätten den da hingebaut. Voll doof, oder? War noch so geklappt, der. Hier geht's nicht weiter, weil die Leitungen da nicht erreichbar sind, sehe ich gerade. Mal so. Sieht doch erstmal gut aus, oder?
Ja, die atmen erstmal tief und schwer. So, da ist jetzt eine Leiter hingekommen. Aber hier fehlen sowieso die Rohstoffe, ne? Eisen und so. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn hier... Eisen haben wir gar nicht. Kupfer hätten wir. Wo ist Eisen zu finden? Anit. Kohle haben wir da. Eisenerz da oben. Dann... Wäre das so, ne? Müssten das erstmal so abbauen hier, von oben nach unten dann. So geht's, oder? Dann kommen sie da nicht hoch, da kommen sie hoch, geht so. Okay. Das passt. Leiter da noch hin. Okay, Nahrungsmangel. Geht aber. Was sagt unser Tor? Warum gibt's was zu essen da auch? Lickster-Larve. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Hilfspaket. Slickster. Eines Tages wird es zu einem erwachsenen Slickster heranwachsen. Ich weiß nicht, was ein Slickster ist. Ja, mal nachschlagen, oder? Das wäre ja nicht weg. Wo war das? Slickster. Wo fand ich das hier? Da. Indexed. Was ist ein Slickster? Kohlenwasserstoffabfälle auszuscheiden, die in ihrer Zusammensetzung dazu identisch mit Rohöl sind, okay? Die beiden großen Rhinophoren, die aus dem Kopf des Slicks herausragen, sind chemische Rezeptoren, die etwas zu dem Kohlendioxid führen. Ich glaube, die verbrauchen dann Dingens, ne? Okay, man müsste die dann passend einsperren. Immer. Brocken. Und dann müssen wir die nur irgendwo hin haben. Und dann haben wir ja auch noch ein paar, sag schon, Fähigkeiten zu vergeben. Und er macht hier unten. Der ist unser Doktor. Da haben wir schon einen Doktor, okay. Verbesserte Tragfähigkeit dann. Und dann sind wir da erst durch. Gut. Haben wir. Klappt. Jetzt müssen wir nur mit dem Ding hier noch aufpassen. Wo wir das hinstecken, das muss irgendwo in einem Tierkäfig rein, sozusagen. Aber ich glaube, um diesen Tierkäfig, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Das würde ich mal so sagen, ne? Macht Sinn. Wir schauen dann weiter. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, was ihr von dem Slickstar zum Beispiel haltet. Und ja, teilt alles auf allen Kanälen, wo ihr sonst noch so rumflücht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.